Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu der 5. Folge von Wer weiß denn sowas? Ich habe länger nicht mehr gespielt, aber ich schätze mal, ich muss mich hier nicht einspielen wie bei anderen Games, weil es eigentlich recht simpel ist. Einfach nur Fragen beantworten, am besten richtig beantworten. Wie gehen wir jetzt? Bernhard, ich glaube, wir waren letzten Tage immer bei Elton, glaube ich, ne? Also, wir bleiben erstmal bei Elton. Ich glaube, wir waren bei Elton die ganze Zeit. Dann gehen wir wieder hin. Wir spielen gegen eine hübsche Frau. Aber wir sind es noch nicht so genau. Ich glaube, so von allen etwas. Halb Mann, halb Frau sind wir, glaube ich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wussten Sie, dass auch Pflanzen Sonnenbrand bekommen können? Oh. Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen auch heute wieder zum Anfang auf die Publikumsverteilung, denn auch heute durfte sich das Publikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite Sie Platz nehmen, was Sie glauben, welches Team heute gewinnt. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. 47? Warum so wenig? Waren wir nicht letzte Folge verloren? Waren wir gewonnen? 53? Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien mit 12 Fragen, 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für beide Teams. Jetzt geht's los. Hier ist die Wand. Hier sind die 12 Kategorien für die heutige Sendung. Essen und Trinken, Straßenverkehr, im Labor, Metropolen, deutsche Sprache, typisch Deutsch. Was bin ich? Clever. Technik. Wunder der Natur. Trinken und Trinken. Und total genial. Trinken und genial. Trinken. Was? Essen und Trinken und Trinken und Trinken. Was ist Trinken und Trinken? Wie gehört die Kategorie? Und wie immer darf das Trinken die erste Trinken. Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Was soll eure erste Kategorie sein? Ganz ehrlich, ich möchte aus Prinzip mal gerne Trinken und Trinken machen. Ich habe nie gehört Trinken und Trinken. Nehme ich sehr gerne. Ja, nimm das auch. Was wurde vor der Einführung des deutschen Reinheitsgebots gerne mal ins Bier gegeben? A. Fliegenpilze, B. getrocknetes Moos oder C. gemahlene Bienenköniginnen? Was wurde vor der Einführung des deutschen Reinheitsgebots gerne mal ins Bier gegeben? Fliegenpilze, getrocknetes Moos? Was? Hab ich noch nie gehört. Fliegenpilze, getrocknetes Moos. Aber C will ich komplett ausschließen, ey. C will ich ausschließen und gucken, was unsere Eltern sagen würde zu das glaub A. Glaube ich nicht. Also würde zu B ich sagen. Ich bin mir irgendwie sicher, dass es B ist. Oder würde zu C also sagen? C schließe ich schon mal aus. Aber C will ich ausschließen. A, Fliegenpilze. B, getrocknet. Aber warum getrocknetes Moos? Getrocknetes Moos? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich würde eher nach A tendieren, ehrlich gesagt. A oder B? Sollen wir erstmal auf Elton jetzt hören oder? Ich weiß nicht. Ich würde eher Fliegenpilze nehmen. Komm, wir hören mal auf Elton. Wir nehmen B. Wir haben B eingeloggt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Wilhelm IV. Von Bayern regelte im Jahre 1516, welche Zutaten beim Bierbrauen verwendet werden dürfen: Wasser, Hopfen und Gerste. Später kam noch die Hefe hinzu. Wer mit anderen Zutaten braute, durfte sein Gebräu nicht mehr Bier nennen. Grund für das Reinheitsgebot war, dass viele Brauer damals diverse Stoffe in ihr Bier gaben, um die berauschende Wirkung zu verstärken. Unter anderem auch geraspelte Fliegenpilze. Ich hätte mich selber so verdammt. Sinogenen Wirkung. Oft jedoch mit tödlichen Folgen. Mann! Es bleibt bei 0 Euro. Scheiße. Elton weiß gar nichts. Welche Kategorie soll's denn zur Eröffnung sein? Lass uns einfach Straßenverkehr nehmen. Entscheid du mal. Mit Verkehr kennst du dich wahrscheinlich aus. Straßenverkehr bitte. Was war im Jahr 2015 die häufigste Ursache für Autopannen, zu denen die ADAC-Pannenhilfe gerufen wurde? A. Batterieprobleme, B. leerer Tank oder C. defekter Motor? Boah, 2015? Was sagst du zu A?
Jedes Jahr ganz ist es ehrlich? Das Batterieproblem. Ich will nämlich auch sagen Batterieproblem. Wie schließen wir aus? Ich will auch A sagen. Wir nehmen A. Ja, hätte ich auch gesagt. A ist eingeloggt. Weißt du, wie viele vergessen, Licht auszuschalten oder so und dann Batterien noch leer sind? Ja, glaube ich auch. Im Jahr 2015 gab es insgesamt 3.980.918 Autopannen, zu denen die ADAC-Pannenhilfe gerufen wurde. Die häufigste Hilfeleistung war nicht etwa ein leerer Tank oder ein defekter Motor, sondern eine entladene oder defekte Batterie. Da hätte ich auch gesagt. Nächste Kategorie. Essen und Trinken in der Burg, Metropole, clever, was bin ich, typisch deutsch. Haben wir hier, wir haben Technik. Nehmen wir mal Technik. Hallo? Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Ja, ich auch. Die Hilfsmaßeinheit Dezibel, A, wurde nach Alexander Graham Bell benannt, B, was? Wurde erfunden, um die Lautstärke von Kirchenglocken zu messen, oder C, hat als Grundwert das Klicken eines ungeladenen Revolvers. Hat als Grundwert das Klicken eines ungeladenen Revolvers? Was? Ich würde jetzt eher Alexander B tendieren. Wurde nach Alexander Graham Bell benannt? Kann auch sein, ich kenne den Typen nicht, aber kann natürlich sein. Aber ich kann mir vorstellen, ganz, ganz früher mal Dezibel erfunden wurde, um die Lautstärke von Kirchglocken zu messen. Könnt ihr mir gut vorstellen, weil wir wieder hier älter sind. Ich bin irgendwie für A. Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Also schließen wir C schon mal aus. C würde ich auch ausschließen, ja. Und dann wäre ich eher für B, anstatt für A. Und ich habe gerade auf Elton gehört, wir haben keinen Euro oder keinen Cent bekommen. Ich glaube, ich höre es lieber auf mich. Obwohl, Alexander Graham kann wirklich sein, das kann echt sein. Weil A würde ich auch nicht komplett ausschließen. Jetzt schon Publikum befragen? Ich weiß nicht. Ich ärgere mich nachher, wenn ihr wieder sagt, nachher B und B ist richtig, ich habe Publikum gefragt, dann ärgere ich mich zu Tode. Aber ich kann mir echt Glocken, Kirchenglocken vorstellen. Aber Bell, heißt Bell nicht auf Englisch immer mit Klingel oder so, Klingen oder sowas? Das könnte auch sein, oder? Komm, wir nehmen A. Dann nehmen wir A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Kann das wirklich sein? Ich schwöre, es ist jetzt wieder falsch. Dient der ich höre ich nie wieder auf Elton. Pegeln und findet unter anderem in der Akustik Anwendung. Es bezeichnet den 10. Teil eines Bells. Und diese Maßeinheit wurde tatsächlich zu Ehren des Erfinders Alexander Graham Bell benannt. Okay. Elton Stuttgart. Das wird dann Elton. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Nächste Kategorie. Was hältst du von was bin ich? Eher nicht. Entscheiden wir uns für clever. Lass uns clever nehmen. Clever nehmen wir. Mit welchem Zusatz lässt sich der Geschmack von besonders bitterem Rotwein abmildern? A. Zwei Tropfen Sojasauce. B. Einem Schuss Speiseöl. C. Einer Prise. Auf ein Mikrofon weg. Wäre B möglich? Das kann natürlich sein. A vielleicht? Ein Tropfen Sojasauce. Sojasauce ist vor allem, glaube ich, salzig. Wir glauben B. Ihr entscheidet euch für B. Und hier ist die Lösung. Ich gar keine Ahnung, auch keine Vermutung. In einem kräftigen Rotwein stecken viele Tannine. Das sind Bitterstoffe, die für den trockenen und pelzigen Geschmack verantwortlich sind. Weingourmets dürfen jetzt die Nase rümpfen, doch tatsächlich schaffen hier 2 bis 3 Tropfen Sojasauce Abhilfe. Unser Geschmacksempfinden wird durch Kontraste beeinflusst. Das Salz in der Sojasauce nimmt dem Wein die Bitterkeit und macht ihn damit milder. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Also, nächste Kategorie, die machen wir weiter. Komm, wir nehmen Wunder der Natur. Hört immer so schön an. Wunder der Natur, nimm wir. Nicht unbedingt, aber wie wird's? Doch, nimm wir. Da Kalk nicht besonders wasserlöslich ist, können Höhlen in Karstgebieten nur entstehen, wenn A. das Wasser einen niedrigen pH-Wert besitzt, B. die tägliche Niederschlagsmenge 117 Liter pro Quadratmeter beträgt oder C. Grundwasser von unten an die Oberfläche steigt.
Gute Frage. Da Kalk nicht besonders wasserlöslich ist, können Höhlen in Karstgebieten nur entstehen, wenn das Wasser einen niedrigen pH-Wert besitzt, die tägliche Niederschlagsmenge 170 Liter pro Quadratmeter beträgt, Grundwasser von unten an die Oberfläche steigt. Boah. Ich glaube, B ist scheißegal, glaube ich. Ich glaube, Niederschlagsmenge ist doch kackegal, weil ich, wie viel, oder? Wie viel Liter? Ich glaube, das spielt glaube ich gar keine Rolle. Grundwasser von unten an die Oberfläche steigt. Das Wasser in diesem pH-Wert hat. Aber B will ich ausschließen. Ich würde eher C sagen. Grundwasser von unten an die Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Schön ruhig da! Kai, Pflaume. Ich denke A. Er denkt wieder A. Also C schließen wir schon mal aus. Echt? Schließen wir auch? Nee, ja, du, ich nicht. Nein. Ich will eher B nehmen, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ich frage mal Publikum. Guck mal, die sagen. Gut, wir fragen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, hier helfen zu können? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehr. Die stehen alle immer gleichzeitig auf, mein Gott. So, wen nehmen wir? Komm. Wir nehmen den Mann, der einzige Mann da oben. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also ich würde sagen, es ist Antwort A. Das habe ich irgendwie schon einmal gehört. A ist eingeloggt. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ich erzähle genau. In Europa befinden sich sehr viele Höhlen in sogenannten Karst. Ach, Zuschauer, bist du immer richtig im Spiel. Karst ist eine Landschaftsformation aus verwitterndem Kalkstein. Dabei ist Kalk eigentlich nicht sehr wasserlöslich. Erst wenn das Wasser einen niedrigen pH-Wert besitzt, also kann der Kalk gelöst werden und Höhlen können sich bilden. Das geschieht, wenn Regenwasser durch den Boden sickert. Dabei nimmt Wasser Kohlenstoffdioxid auf, wodurch es sauer wird. 500 Euro oben drauf, 1000 Euro. Wir machen weiter. Was hältst du von total genial? Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Wir nehmen. Okay, wir haben jetzt schon 1000 Euro, die haben über 500. Vielleicht mal Glück um die. Wobei helfen Streichhölzer besonders gut? A. Feinwäsche vor dem Einlaufen schützen. B. Schrauben in der Wand befestigen. Oder C. Reparieren von knarrenden Türen. Antwort A. C. Glaube ich nicht. Schrauben in der Wand das befestigen. Klingt für mich total könnte schlüssig. Ich Fällt mir eher vorstellen. Was ein? Das glaube ich nicht. Wir nehmen B A. Sagen. Feinwäsche vor dem Einlaufen schützen. Ja, was? A eingeloggt. Aber warum? Hier ist die Lösung. Wenn zum Aufhängen von Gegenständen an der Wand gebohrt und gedübelt werden muss, ist es schnell geschehen. Das Bohrloch ist zu groß für den Dübel. Der Trick? Stecken Sie den Dübel ins Bohrloch und füllen Sie die Stellen außen herum mit Streichhölzern auf. Dann findet die Schraube ihren nötigen Halt. Ich brauche erst noch die Fragen von Bernhard. Es bleibt bei 500 Euro. Wir machen mit euch weiter. Ich kann immer typisch deutsch. Ja, schwierig. Was wird in Deutschland neuerdings an der Hochschule Osnabrück gelehrt? A. Vogellinguistik. B. Nachhaltiges Rasenmanagement. Oder C. Fortschrittliche Festtagseinrichtung. Was? An der Hochschule Osnabrück. Boah. Warum fortschrittliche Festtagseinrichtung? Warum Festtagseinrichtung? Warum sollte man so in der Schule lernen? Das ist eine Hochschule, ja okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt... Dann macht man jetzt aber keine Ausbildung da, oder? Weil dann können wir vielleicht vorstellen, dass vielleicht hier so Partyman, Party-Service dort ist. Nachhaltiges Rasenmanagement. Jetzt, ich könnte mir echt nur A vorstellen. Das ist ja so halt wie hier Tierkunde, so ein Scheiß alles. Ich könnte mir nur A vorstellen.
Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja, Kai, ruhig. Was sagt Elton? Nee, glaube ich nicht. Will ich nie auf einen Punkt richtig. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? Ehrlich? Ich würde jetzt hier mal ausschließen. Ich nehme A. Nehmen wir doch A, oder? Ihr nehmt A. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Bei vielen Sport- und Freizeitaktivitäten im kommunalen oder privaten Bereich bekommt die Gestaltung von Grünflächen einen immer höheren Stellenwert. Entsprechend sind gut ausgebildete Fachkräfte gefragt, die sich mit einer umweltgerechten und nachhaltigen Bewirtschaftung des Rasens auskennen. Kacke. Daher hat die Hochschule Osnabrück eine bisher bundesweit einmalige Professur eingerichtet. In dem Masterstudiengang Nachhaltiges Rasenmanagement können sich Studierende Wissen zum Thema Rasen aneignen. Es bleibt bei 1000 Euro. So, ihr seid dran. Metropolen klingt doch interessant. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Metropolen. Keiner will essen und trinken. Ja. Eigentlich hätte der Elter schon mal anfangen genommen, aber okay. Diese Aussagen über am Reißbrett entworfene Hauptstädte trifft zu. Canberra sieht aus wie ein Känguru. Islamabad hat die Form einer Mondsichel. Oder Brasilia hat den Grundriss eines Flugzeugs. Wäre B eine Möglichkeit? Ganz dunkel habe ich sowas mal gehört. Könnte es A sein? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wir nehmen B. Okay, die Frage hätte ich auch nicht gewollt, ehrlich gesagt. B ist eingeloggt. Ich auch keine Ahnung. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Die noch im Publikum, wir nicht. Weltweit gibt es 8 Hauptstädte, die auf dem Reißbrett entstanden sind und komplett neu gebaut wurden. Aus der Vogelperspektive betrachtet kann man manchmal eine Überraschung erleben, jedoch kein Känguru und auch keine Mondsichel. Dafür stellt man beim Landeanflug auf Brasilia fest, dass die Stadt tatsächlich den Grundriss eines Flugzeugs hat. Krass. Ausgedacht hat sich das Ganze 1956 das der brasilianische Stadtplaner Lúcio Costa, zusammen mit dem Star-Architekten Oscar Niemeyer, der die öffentlichen Gebäude entwarf. Brasilia wurde nach nur 4-jähriger Bauzeit am 21. April 1960 eingeweiht. Wir sind auch über 500, das ist ja richtig schön. Aber wir sind bisher nur über 1000. Ne? Wir haben noch 4 Kategorien und eine nächste für euch. Komm, essen und trinken. Also ich persönlich. Und da höre ich auch auf Elten. Sollten Eier nach dem Kochen abgeschreckt werden? Fragezeichen. Die Gott, das weiß ich auch. Beim Frühstücksei ja, beim Osterei aber nicht. B. Bei hartgekochten Eiern ja, bei weichen aber nicht. C. Am Abend ja, am Morgen aber nicht. Sollten Eier nach dem Kochen abgeschreckt werden? Beim Frühstücksei ja, beim Osterei aber nicht. Bei hartgekochten Eiern ja, bei weichen aber nicht. Am Abend ja, am Morgen aber nicht. C ist für mich Schwachsinn. Am Abend, ja, morgen aber nicht. Der ist doch kackegal, ob Abend oder morgen oder nicht. Ist aber kackegal. Nach dem Kochen abgeschreckt werden. Beim Frühstücksei ja, beim Osterei aber nicht. Ich würde auf A sagen, ehrlich gesagt. Hat das was mit der Haltbarkeit zu tun? Frühstücksei isst man ja sofort. Ne? Das kochst du dir und dann isst es. Ostereier, die bleiben ja manchmal noch ein bisschen liegen. Die werden auch gefärbt. Die isst du ja nicht sofort, sondern die sind hart gekocht, die bleiben länger liegen. Erschließt sich, hat Abschrecken was mit, auch mit der Haltbarkeit zu tun. Könnte vielleicht das sogar sein. Das ist schon mal völliger Quatsch. Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Jude, jetzt sind wir beide mal wenigstens einer Meinung. Und wir sagen A, darum nehme ich auch A. Wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. So, hier kommt die richtige Lösung. Wenn ein gekochtes Ei abgeschreckt wird, wird die Hitzezufuhr unterbrochen und der Garprozess im Inneren gestoppt. Das ist nützlich, um ein Frühstücksei, je nach Geschmack, auf den Punkt zu kochen. Ein unerfreulicher Nebeneffekt ist allerdings, dass kaltes, nicht steriles Wasser und damit auch Bakterien durch die Schale in das Ei eindringen können. Dadurch ist es nur etwa 2 Tage haltbar. Ohne Abschrecken bleibt ein Osterei dagegen sogar mehrere Wochen lang frisch. Geil! 500 Euro dazu, wir sind bei 1500 Euro. Ausschlussverfahren, knapp. Noch 3 Kategorien haben wir zu spielen. Deutsche Sprache klingt doch interessant.
Klingt am vernünftigsten. Wir nehmen deutsche Sprache. Welcher Satz ist ein Pangramm? A. Folgt der Lichter und Lenker. Fix Schwitz quäkt Jürgen blöd vom Pass. Oder C. Eine güldene, gute Tugend lüge nie. Eventuell B? Ich bin für B, da bin ich mir relativ sicher. Wie stehst du zu A? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir loggen B ein. Ich kenne euch so nicht A. B eingeloggt. Den kenn ich aber gar nicht. Wir lösen es auf, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Boah. Ein Pangramm ist ein Satz, der alle Buchstaben des Alphabets enthält. Oh. Der Satz Fix Schwitz quäkt Jürgen blöd vom Pass erfüllt die Regeln der Rechtschreibung und enthält sogar alle drei Umlaute und das scharfe S. Und kein Buchstabe kommt doppelt vor. Krass. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. Da waren wir wieder interessant. War sehr interessant. So, zwei Kategorien haben wir noch. Im Labor, was bin ich? Bin ja schon froh, dass ich mit Elton wenigstens Essen und Trinken richtig beantwortet habe. Komm, wir lassen Berda mal im Labor View nehmen. Was bin ich? Och nö. Was auch nö? Ja, nein. Also nimm mal gar nichts mehr, okay? Nimm mal gar nichts mehr. Bin ich sehr speziell. Die geplante Obsoleszenz ist die beabsichtigte Überalterung einer Berufsgruppe, die bewusst verkürzte Lebensdauer bestimmter Produkte oder C, der kalkulierte Überfluss bei der Sektherstellung. Im Übrigen, Moment. Die beabsichtigte Überalterung einer Berufsgruppe, was? Eine Berufsgruppe, die bewusst verkürzte Lebensdauer bestimmte Produkte, der kalkulierte Überfluss über der, was? Sektherstellung? Überfluss bei der Sektherstellung. Kein Plan. Ich würde eher B sagen, ehrlich gesagt. Was sagt Elton? A halte ich für ein bisschen strange. Ja, es gibt ja diese Sollbruchstellengedöns bei elektrischen Zahnbürsten, beim Mixer ist das da auch irgendwie so. Das sind so Zahnräder drin, die nach einer bestimmten... Beim Mixer ist das... 8 Tage benutzt, dann sind die kaputt, musst ein neues kaufen. Das ist das Einzige, was ich zumindest mal gehört habe. Aber ob das richtig ist, das weiß ich eben nicht. Also C schließe ich mal aus. Nimm den B. Wir sind beide für B, gerade war es richtig, hoffentlich jetzt auch. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Die Garantie ist gerade abgelaufen und plötzlich geht der Drucker kaputt. Möglicher Grund? Mhm. Beim Herstellungsprozess werden in das Produkt bewusst Schwachstellen eingebaut oder Rohstoffe von schlechter Qualität eingesetzt. So wird die Gebrauchsfähigkeit von Konsumgütern gezielt reduziert. Die Hersteller wollen den Neukauf von Produkten beschleunigen. Bei diesem absichtlich eingebauten Produktverschleiß sprechen Experten von der geplanten Obsoleszenz. Aber ist da nicht eigentlich schon Betrug? 2000 Euro bei euch. Da ist eine Riesenschwanderei. Und noch. Aber wenn ich nur lege, ich habe mein Handy S5 jetzt schon seit... Im Labor. Keine Ahnung. Wenn 400 Milliliter Jahre, Wasser ich, und 400 Milliliter reiner Alkohol zusammengeschüttet und schnell vermischt werden, bilden sich Kristalle. B. Ergibt die Menge nur 785 Milliliter. Oder C. Entstehen Nebelschwaden. Eventuell B. Kann sein. Könnte es A sein? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Ich würde vom Gefühl, würde ich... B nehmen. Ich habe echt keine Ahnung. Dann nehmt ihr B. Wir werden es sofort überprüfen. Man nehme exakt 400 Milliliter reinen Alkohol und 400 Milliliter Wasser. Und es kommt zu einer erstaunlichen Reaktion. Wassermoleküle sind kleiner als Alkoholmoleküle. Das Wasser färben wir blau ein. Beim Mischen der Flüssigkeiten kommt es zur sogenannten Volumenkontraktion, bei der kleinste Zwischenräume aufgefüllt werden.
Deshalb ergeben in diesem Fall 400 Milliliter Wasser und 400 Milliliter Alkohol nur 785 Milliliter. Krass. 1500 Euro auf eurem Konto. Wir sind nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 1500 Euro. Wir sind noch in Führung. Das ja. Team Elton, 2000 Euro. Beide Teams haben hier jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie heute Mode. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz. Also echt, so wie wir da aussehen, haben wir voll Ahnung von Mode eigentlich. Also wir kommen mit 2000. Wir haben voll Ahnung von Mode. Guck mal, wie wir da sitzen. Hier ist die Masterfrage. Keine so gut gestylt wie wir da. An der Herrenbekleidung findet man ein sogenanntes Passantino. A. Krawatte, B. Gürtel oder C. Manschettenknopf. Die Zeit läuft jetzt. Was? Wo an der Herrenbekleidung findet man ein sogenanntes Passantino? Krawatte trage ich noch nie getragen, keine Ahnung. Ich muss raten. Ich rate A, ich habe keine Ahnung, ich habe A geratet. Wir schauen, raten. Was die Teams gesetzt haben. Das Team Bernhard. Ich habe alles gesetzt. Ich habe alles gesetzt. Das Team Elton. Ich habe stumpf geraten, ich weiß es nicht. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort A. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Aber jetzt glaube ich, weiß ich, wo das ist. Da ist Krawatte, dieser kleine Metallding ist da, glaube ich. Ist ein Teil der Krawatte. Da ist meine diese kleine Dinge da, warte mal. Das bedeutet, das Team Elton gewinnt. Schade, dass wir kein Bild haben, eingeblendet haben. Ich bin hier interessiert gerade, warte mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Pünktlich um 18 Uhr. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Tschüss, schönen Abend noch. Bis morgen. Wie ist das Ding nochmal? Passa, was? Passa. Komm, wie das Ding nochmal hieß. Moment. Ne, finde ich jetzt gerade auch schneller nicht. Schade, ich wollte gerne kurz nach googeln und dann das hier einblenden, aber finde ich leider gerade nicht. Wir haben gewonnen, 4000 Euro, sehr geil. Je Zuschauer 75 Euro und 47 Cent, geil. Was war richtig beantwortet? Beide richtig beantwortet, wie gut wir alles gesetzt haben. Dauer der Show, 27 Minuten, oh, okay. Gespielte Shows, 9 bisher, okay. Hauptmenü. Hauptmenü. Schöner Ladebildschirm. Geil, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier erstmal. Danke fürs Zugucken, zu hören. Bis bald. Ciao.